Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute über Abschirmungen sprechen. Wir hören ja immer wieder, dass 3G, 4G, 5G, WLAN, Bluetooth-Verbindung, der ganze Elektrosmog uns doch arg zusetzen kann. Es gibt da verschiedene Lager. Die einen, Telekom-Industrie, sagt, es ist nie ein Problem, und alle Studien, die längerfristig ausgelegt, sagen eigentlich das Gegenteil, nämlich, dass es ein Problem ist. Ich möchte heute mal über Abschirmungsmöglichkeiten sprechen. Was haben wir eigentlich zu Hause für Möglichkeiten, um uns in die Regeneration wieder zurückzubringen, nach dem Stress des Tages in die Entspannung des Abends, und habe dazu einen Experten einladen dürfen, der darin auch schon einige Erfahrungen gesammelt hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Peter André. Danke, dass du da bist. Freut mich, ja. Gehen wir doch in das Abschirmsthema rein. Ich höre immer wieder, dass es Menschen gibt, die kaufen sich so Farbstoffe und schmieren das die Farbe ein in ein Büro oder im Schlafbereich, um diese elektromagnetische Strahlen noch eigentlich außen zu halten. Sie können die Hertzsche Welle blockieren. Mhm. Aber nicht die Information und die Skalarwellen. Das ist da der große Trugschluss. Man sagt immer, Elektrosmog sei nur hertzsche Welle, also eine wärmende, thermische Welle. Aber es ist längst bewiesen durch die Maxwell-Gleichungen, dass einer hertzschen Welle auch eine skalare Welle mitfolgt. Also eine athermische Welle, nicht wärmende Welle. Und das ist diese Informationswelle, gell? Ja, ja. Aber bleiben wir bei den hertzschen Wellen. Kann ich die abschirmen vom Schlafzimmer draußen? Das ist möglich. Mit Abschirmfarben und mit Platten ist das möglich. Das heißt, ich kann dann in diesem Raum drin, habe ich keinen Handyempfang mehr. Eben, das war der Trugschluss. Mhm. Wir hatten vor einigen Jahren einen Kunden am Vierwaldstätter See, der hat ein Apartment für 80.000 Franken total innen verkleiden lassen und zu streichen. Und dann haben wir dieses mal angeschaut. Unser Techniker ist durchgegangen, nimmt sein Handy raus und ruft im Büro an. Und siehe da, er hat Empfang. Gleichzeitig hat er auch noch 3 WLANs von den Nachbarn empfangen. Und somit ist noch eine Verbindung da. Mhm. Ja? Die Industrie sieht einfach nur die hertzsche Welle und die thermische Erwärmung. Aber den biophysikalischen Zellstress, den sieht man gar nicht. Mhm. Da gehen die gar nicht drauf ein. Mhm. So, und das hat uns einfach zu denken gegeben. Ja, mir auch. Und also, der Kunde auch, der hat gestaunt, ja. Gibt so viel Geld aus für nix. Ja. So, und hat sich dann aber sicherheitshalber ein System 8 installieren lassen, damit er sich sicher fühlt. Mhm. So. Da komme ich nochmals darauf zurück. Ja. Bleiben wir nochmal bei dieser hertzschen Wellen, bei diesem physikalisch messbaren Elektrosmog, der sich auf der Haut auch klebt, wie eine galvanische Hautaufladung. Ich habe so ein Messgerät oben, kann ich immer schön messen, wie viel Elektrosmog auf der Haut klebt. Wenn das ja abgeschirmt wird und eben es nicht reicht, es kommt durch, dann ist das eigentlich schon sehr erstaunlich. Ich meine, es wird viel Geld ausgegeben in solche Abschirmvorrichtungen. Du hast sicherlich schon mal erlebt, dass du im Keller mit deinem Handy Empfang hast oder in der Tiefgarage, im zweiten UG. Hm. Wie funktioniert das? Ja, es ist brutal. So. Ja. Und trotzdem habe ich auch schon Stimmen gehört, aber ich kann das nicht einordnen. Die sagen mir, so Abschirmvorrichtungen sind ja gut und recht, aber es schirmt uns auch ab vor guten Quellen, vor guten Energien. Das kann man natürlich auch so sehen, ja. Das würde ich auch noch sagen. Gut, also dieser Elektrosmog kommt ins Schlafzimmer rein, wir können es nicht ändern. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo man sagen kann, ich kann trotzdem irgendwie einen Schlafbereich mir so einrichten, dass ich die bestmögliche Regeneration haben kann? Es gibt verschiedene Dinge. Wie gesagt, es gibt Leute, die machen Vorhänge, die machen ein Baldachin übers Bett und so weiter. Ah, das ist so ein faradäischer Käfig, hä? Zum Beispiel, und habe ich da drin auch kein Handyempfang? Oder habe ich ihn immer noch? Das haben wir jetzt noch nicht getestet. Das wäre auch noch spannend, ja? Ja, das haben wir jetzt noch nicht getestet. Gut, trotzdem, wir sprechen immer von der biophysikalischen Verträglichkeit. Mhm. Und darum geht es einfach. Und das kann man ohnehin nicht messen. Das kann ich nur im menschlichen Körper messen über EKG, EEG und so weiter. Mhm. Dann empfehlen wir natürlich wieder Systeme, die auf jeden Fall den Zellstress rausnehmen und die
den ruhigen, erholsamen Schlaf ermöglichen. Das ist diese Lösung. Es gibt, was ich auch schon gehört habe, gibt es auch Magnetfeldplatten. Die kleinsten Felder, ja. Ja, die eben den Magnetschutz der Erde herstellen, sodass die Menschen eben besser schlafen können. Da haben wir jetzt noch keine Tests gemacht, aber da wollen wir auf jeden Fall mal reinsehen, denn Magnete und Vitachip ergänzen sich sehr, sehr gut. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte hinter den kleinsten Feldern, der Schutz, den man dadurch hat, weil die Erde schützt sich vor der elektromagnetischen Strahlung der Sonne. Ja. Und die menschgemachten elektromagnetischen Strahlen, die können wir uns schützen vor diesen Permanentmagneten. Das ist aber ein ganz schwaches Magnet, ohne Anschluss an den Strom. Ja. Das ist wirklich nur verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Polaritäten. Man liegt drauf und der Sauerstofftransport, die ganze Durchblutung ist wieder gesichert. So, das ist auf der physikalischen Ebene. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auf der nicht-physikalischen Ebene, auf dieser, ich sage jetzt immer, diese Informationsebene, immer noch natürlich diesen Stress. Und deshalb diese Verbindung Magnetfeldtherapie arbeiten wir auch mit und Vitasysteme, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Dieser Schutz vor auf dieser Informationsquelle, das ist immer noch etwas, was sehr schwer zu verstehen ist. Ja. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Ja. Ich kenne sicher ein Dutzend Modelle. Jeder versucht eigentlich eine Erklärung so wissenschaftlich wie möglich zu formulieren, aber letztendlich ist es und bleibt es ein Modell. Weil gesichertes Wissen, wie diese Informationsübertragungen tatsächlich stattfinden, das ist meiner Erachtens noch nicht bekannt. Weißt du mehr darüber? Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel. Wir können jetzt stundenlang über Quantenphysik und ich habe meine Spezialisten, ich kann es nicht so gut erklären. Es geht darum, es geht Informationen, wenn du jetzt eine Träne untersuchst, ist es Wasser und Salz. Ja. Nichts anderes. Man kann nichts anderes beweisen. Die Träne hat aber eine Information. Die Emotion. Es kann eine Freudensträne sein, eine Schmerzträne, eine Leidensträne, die verschiedenen Informationen. Und darauf kommt es an. Welche Information gibt es mir? Was kommt bei mir an als Information? Schönes Beispiel, ganz toll. Ja. Wir haben auch schon so Tests gemacht mit solchen Chips und ohne solchen Chips und haben den Elektrosmog gemessen. Also die Hautaufladung, die galvanische Hautaufladung ist mit oder ohne Chip exakt die gleiche. Also könnte man eigentlich sagen, nützt nichts. Ja, aber wenn wir noch das EKG dazu machen oder eine HRV-Analyse gleichzeitig, dann sehen wir einfach, ohne Chip geht der Stress rauf und mit Chip geht der Stress wieder runter. Und das ist schon sehr spannend. Ja, wir haben es auch probiert, es doppelblind zu machen. Wir haben es so verschoben, dass man eigentlich niemand wusste. Und jedes Mal die gleichen zuverlässigen Informationen. Also irgendetwas tut sich da. Da haben wir schon ganz viele Tests gemacht, auch mit Elektroautos und so weiter. Arbeiten mit sehr vielen Heilpraktikern, aber nun auch mit Ärzten zusammen. Und das scheint spannend zu werden, dass die Ärzte jetzt aufgewacht sind und mitmachen. Mit dieser auf der Informationsebene Impulse zu setzen. Nein, also die Ärzte testen und untersuchen die Menschen, machen Studien und schauen, wie der Mensch reagiert. Aber mit diesen Chips? Wie der Chip. Ja, ich weiß, wir wissen ganz wenig letztendlich, was da medizinisch auf den Körper zugeht und warum und wieso solche Sachen funktionieren. Ich kann auch nur immer noch staunen und staunen. Aber gehen wir nochmals rein in dieses Erklärungsmodell rein. Es wirkt, weil die Information, ist eine Information auf diesem Chip und überträgt eine Information aufs andere oder kann die bestehende Information gelöscht werden? Wie funktioniert das? Vitasysteme bestehen aus 13 hochwertigen Mineralien und Magnetit. Und da ist auch schon wieder die Brücke mit Magneten. Das Magnetit und Magnete arbeiten sehr gut miteinander. Diese physikalischen Stoffe gehen mit dem menschlichen Körper schon mal in Resonanz. Es ist ja bekannt, wenn du mehrere Mineraliensteine bei dir trägst, dann gehen die in Resonanz mit dir.
Zusätzliches auf dem Magnetit ist, sind Informationen gespeichert. Das musst du dir vorstellen wie eine alte Musikkassette. Da ist ja ganz fein aufgedampft Magnetit auf dem Nylonband, und auf diesem Magnetit ist die Musik gespeichert. Musik sind Frequenzen, Informationen, und diese gehen dann in Resonanz mit dir. Und somit haben wir wundervolle Heilwunder. Die Leute schlafen besser, der Stress geht runter, die haben mehr Energie am Tag. Mhm. Das, was eigentlich der Normalzustand wäre eines Menschen. Mhm. Doch wenn wir dauernd von außen mit gepulsten elektromagnetischen Feldern bestrahlt werden, dann stresst es einfach unseren Körper und man wird anfällig. Dieses Magnet, was im Vita-Chip drin ist, wenn ich ja das direkt auf der Haut habe, müsste es ja ähnliche Wirkung haben wie diese kleinen Felder. Das heißt, eigentlich müsste diese ganzen Geldrollenbildungen im Körper zurückgehen und der Sauerstofftransport müsste erhöht werden. Genau darum geht's, ja. Das ist aber ganz spannend. Weil jetzt wird es plötzlich auch wieder klarer, warum also funktioniert. Da hatte ich auch immer wieder so ein bisschen meine Fragen. Ist es nur die Informationsebene oder ist es eben auch dieses Permanentmagnet, das den Sauerstofftransport macht und mich eigentlich du das wieder stärkt? Ja. Ist auch interessant, hä? So, der Zellstress ist es einfach. Wenn der Zellstress runtergeht, dann geht, und vor allen Dingen die Zellmembrane wird ja erhärtet durch die gepulsten elektromagnetischen Felder. Mhm. Und dann kann der Sauerstoff gar nicht rein. Und die Informationen vom Vita-Chip und Vita-System öffnen die Zelle, machen sie wieder geschmeidig und somit kann der Sauerstoff in die Zelle rein. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel geforscht in dem Bereich und in Zukunft gibt es auch spezielle Sauerstofftropfen auf Informationsbasis, die man auch einnehmen kann. Also Vita-Chip von außen und von innen die Tröpfchen. Und haben wir schon sehr, sehr gute Erfahrungen im Test gemacht. Ich möchte noch was zurück zum Schlafzimmer. Ja. Wenn ich also in diesem Schlafzimmer solche Magnete setze, solche Vita-Chips, dann machen die eigentlich, was machen denn die genau? Ich meine, ich habe nicht direkten Kontakt mit der Haut. Ja. Also der Einfluss auf die Durchblutung, weiß ich nicht. Jetzt kommt die elektromagnetische Strahlung rein in dieses Feld, wo mit Magnetismus ein Feld da ist. Ja. Da müsste aber irgendwas passieren, hä? Das ist ja das Einfache. Es gibt auch Geräte, die Informationen senden, Bioresonanzgeräte und so weiter. Wir verfolgen die Technik, dass wir einfach die Magnetfelder von den elektrischen Geräten, Handy, WLAN, Computer und so weiter, diese Magnetfelder benutzen wir, kleben dort die Vita-Chips drauf und diese bilden dann wieder ein Feld und gehen in Resonanz mit deinem Körper. Das heißt, der gesamte Wohnraum wird harmonisiert und sendet zusätzlich noch Heilinformationen. Weißt du, mich würde mal interessieren, was wäre, wenn wir diese ganz großen Funkmasten, wo wir überall haben, sei es, ist es 3G, 4G oder jetzt diese kleineren 5G-Masten, wenn die versehen werden mit so einem Chip, wie würden wir darauf reagieren? Es gibt jetzt schon sehr viele Leute, die elektrosmog-sensibel sind oder sogar sensitiv sind. Wie würden die darauf reagieren, wenn sie plötzlich eine Veränderung wahrnehmen? Jetzt sprichst du meine Vision an. Schon 2013 haben mich Kunden angerufen und haben gesagt, wäre das nicht möglich, können wir nicht die Vita-Chips auf die Masken kleben? Und ich habe auch Kunden, die das schon gemacht haben, wenn es möglich ist, dass sie an die Masken rankommen. Nur Erfahrungswerte haben wir hier keine. Damals war meine Vision, dass ich die Firmen angehe und mit denen Test fahre. Doch dann habe ich eben erfahren, dass die Mobilfunkindustrie hat diese einzelnen Sendemasten, immer eine Gruppe von Sendemasten, haben sie einer GmbH unterstellt, so damit sie nicht angeklagt werden. Die gehören gar nicht direkt dem Anbieter, sondern das sind einzelne Unterfirmen. Und
Und dann habe ich die kontaktiert und die haben mich belächelt und haben gesagt, sowas kommt bei uns nicht ins Haus und war kein Interesse da. Trotzdem hat sich, glaube ich, die Zeit jetzt etwas geändert. Man sieht es, die Ärzte arbeiten mit uns und es gibt schon Menschen, die offener sind und sagen, wir wollen da mal hinschauen, ob wir nicht was Besseres machen können. Und jetzt zu unserer Vision. Wir sind ja ein Team von internationalen Wissenschaftlern in USA, Russland und hier in der Schweiz. Wir haben 200 Mannjahre in diesem Bereich Erfahrung und unsere Vision ist, gemeinsam mit der Mobilfunkindustrie das Ganze umzudrehen und auf die Sendemasten sogar mit Heilschwingung zu senden. Unsere Spezialisten sagen, das ist technisch möglich. Nur dazu müsste einfach die Industrie und unsere Mediziner und Quantenphysiker an einen Tisch sitzen und schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Dass die Frequenzen stimmen, dass man die Daten noch übertragen kann, aber zusätzlich eben auch noch neutralisieren, das, was uns gesundheitsschädlich ist oder was uns stresst. Und das kann man mit Gegenschwingungen machen oder mit anderen Frequenzen aufmodulieren. Es gibt ja Heilschwingungen und die Übertragungsschwingungen. Wenn man das alles verbindet und dann noch die Informationsebene dazu nimmt, dann glauben wir, dass es möglich ist, dass die Sender sogar wohltuend sind für uns. So, das ist noch ein langer Weg. Die Industrie und die Mediziner kämpfen eigentlich mit Gutachten und gegen Gutachten. Aber ich will da raus. Ich will nicht mehr dagegen. Ich möchte einfach, dass wir es schaffen, dass die Techniker und die Mediziner an einem Tisch sitzen und lass uns jetzt einfach mal überlegen, dass wir etwas Gesundes, Gutes schaffen für die Menschheit. Ich habe auch schon von Menschen gehört, dass es technisch machbar wäre. Ja. Ich hatte mal den Dr. Joachim Mutter, aber auch der Herr Klinghardt hat mir das auch schon mal gesagt. Ja. Diese Frequenzen, die wir im Moment haben auf der herzlichen Welle, die raussenden, die sind sehr heikel, weil sie gerade ein biologisches Fenster innerhalb des Körpers treffen. Mhm. Da ist auch schon mal die Frage, kann man denn die Frequenz ändern auf eine, wo der menschliche Körper nicht negativ darauf reagieren würde? Das sind keine Untersuchungen da. Aber technisch könnte man natürlich den ganzen Handystrahlungssalat auch auf einer anderen Frequenz senken, wenn die nicht schädlich wäre. Aber wie gesagt, das A und O ist, dass man einfach am Tisch sitzt und Untersuchungen macht darüber, welche Frequenz wäre fürs biologische System Leben nicht negativ. Wie können wir dann noch die Information darauf so verändern, dass der Körper nicht gestresst wird? Oder sogar noch Heilschwingungen darauf geben? Ja, wieso denn nicht, oder? Eine Möglichkeit wäre, wenn die Industrie sich öffnen würde, dass die Mediziner und Quantenphysiker und Techniker Möglichkeiten suchen, wo passen die Frequenzen zusammen, was ist förderlich, was ist gesundheitsschädlich, wie können wir die gesundheitsschädlichen neutralisieren durch Gegenwellen zum Beispiel, wie können wir gesundheitsförderliche Schwingungen aufmodulieren, zusätzlich mitschwingen lassen. Und dann eben noch die Informationen dazu. Und wenn man nur einen Mast mal ausrichten würde und im Umfeld von 100 Meter, von 200, 400, 500 Meter Tests machen, nur mit Ratten Tests machen würde und schauen, wie die reagieren. Und dann im zweiten Schritt vielleicht mit Menschen schauen, wie die reagieren im Feld eines gut informierten Senders und eines normalen Senders, wie er jetzt getan wird. Und dann hätte man Gegendarstellungen. Nur aber da muss die Industrie aufwachen, die Politik, die müssen sagen, okay, wir sind bereit, so ein Projekt zu machen. Oder vielleicht die ETH Zürich. Mhm. Da geht unsere Vision hin, dass man einfach nicht mehr dagegen, weil es gibt die zwei Partner. Das wäre doch ein schönes Projekt für die ETH Zürich, sowas, oder? Ja, also ich würde mich freuen, wenn sowas entstehen würde. Hast du schon mal direkt angesprochen, weil das ist ein hochinteressantes Projekt? Wir haben
ich habe einfach jetzt ich habe bei der ETH Zürich keine Kontakte, aber wir haben einige Spezialisten zusammengetragen und wir suchen noch weitere. Mhm. Das ist ja ein sehr langfristiges Projekt. Man müsste an die BAFU gehen, an die Politiker, die ETH Zürich und so weiter. Und da suche ich noch Spezialisten, die sich Visionäre, die einfach mitmachen würden und dass dieses Projekt vortreiben, dass man einfach die Leute kontaktiert und anspricht. Und da suche ich einfach noch weitere Menschen. Wir haben einige Mediziner und Quantenphysiker. Nur es braucht noch Rechtsanwälte. Wir brauchen, damit wir eine rechtliche Lage abklären kann. Wir brauchen Marketing- und PR-Leute. Die Industrie, die Mobilfunkindustrie hat ja einen riesen Apparat und wir sind so klein dagegen. So, das heißt, ich muss erst ein Team aufbauen, wo wir eben stärker sind. Ich alleine kann es nicht tun mit unseren 5, 6 Leuten. Das muss schon ein bisschen mehr sein. Deshalb suche ich von außen visionäre Fachleute in ihrem Gebiet. Sowohl Rechtsanwälte, Marketing, PR-Leute, auch Ingenieure, die für sowas offen sind, ganz wichtig, damit die Techniker miteinander sprechen können. Mhm. Und aber auch Politiker und so weiter. Mhm. Mhm. Wir haben da extra eine Homepage eröffnet, die heißt www.gesundes-5g.ch. Hier können sich Leute eben melden, die an dem Projekt mitarbeiten wollen. Und später haben wir vielleicht vor, aus rechtlichen Gründen vielleicht noch einen Verein zu gründen, Gesundes 5G. Mhm. Mhm. Da würde ich mich freuen, wenn sich hier Leute anschließen. Das ist ein guter Ansatz, statt immer pro und contra dagegen zu kämpfen, sich zu überlegen, man kann es nicht mehr wegnehmen, 5G wird kommen. Es ist technisch eine Revolution und zu viel Geld steckt da dahinter, dass sich das vermieden ließe, heute noch. Vermutlich jetzt, trotz allem guten Ideen, aber auch 4G ist schon eine Katastrophe für viele Körper, die darauf reagieren. Ganz in Langzeitstudien zumindest, klar dokumentiert. Aber die kurzfristigen Studien zeigen eben genau da eben nicht diese großen Probleme, sondern nur die Langzeitstudien. Ich bin voll bei dir und fände das großartig, wenn hier mal eine positive Bewegung käme, um zu sagen, wie kann man alles in Einklang bringen, das ganze wissenschaftliche Wissen, was heute besteht, in Einklang zu bringen mit Frequenzen, die unserem Körper nicht schaden. Das wäre doch schön. He? Das ist die Vision. Eben gesundheitsförderliche Schwingungen an den Körper. Und das wäre das Paradies, ja. Ich hoffe, dieses Projekt gelingt. Ich wünsche dir dazu auch ganz viel Glück und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jemanden kennen oder sich angesprochen fühlen, hier einen Beitrag zu leisten. Sie haben gehört, wie die Adresse lautet, wo man sich hinwenden kann, um damit mitzuarbeiten. Ich finde es großartig, wenn das gelinge. Ich sehe aber einfach auch, wie träge alles ist. Man sieht, wie träge eine oppositionelle Sichtweise nur in der Corona-Politik schon kommt. Ich sehe, wie schwierig es ist, innerhalb der 5G-Geschichte überhaupt offenes Ohr zu finden, obwohl viele Lektüren und viele Studien diesbezüglich schon da sind. Aber es passiert einfach nichts. Es ist wie ein großer Feldversuch an uns Menschen. Und es wird mal geschaut, was passiert. Und dann schauen wir, wenn was passiert, können wir es vielleicht wieder korrigieren. Vielleicht. Es ist eben noch schlimmer. Es ist dieser Kampf da. Studien, gibt es Gegenstudien und das wird alles wieder verneint. Und da müssen wir weg von. Wir können nur eine bessere Welt schaffen, indem wir nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander schauen, ist es möglich? Klar. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber wir müssen es öffnen und testen. Und testen, ja. So ist es, genau. Vielleicht brauchen wir auch eine Impfung gegen 5G, keine Ahnung, wohin der die Reise geht. Aber mir ist das viel angenehmer, an der Wurzel das Problem zu lösen und nicht an der Wirkung ein Problem zu lösen. Und von dem her hoffe ich sehr, dass deine Idee und dein Projekt wirklich auf fruchtbaren Boden stößt. Ich wünsche dir dazu alles Gute. Danke für das Gespräch.
Danke sehr. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns beigewohnt haben und unsere visionäre Sichtweise zum Thema Elektrosmog vielleicht auch mittragen wollen. Ich finde es hochinteressant. Die Erfahrungen sind da, dass man wirklich auf Informationsebene unglaublich vieles bewirken kann. Inwiefern dass das wirklich die Schulwissenschaft anerkennen will heutzutage oder nicht, das ist ja letztendlich das große Problem. Aber die Quantenphysik spielt hier eine ganz große Rolle und die kann ganz vieles schon heute beweisen über diesen Bereich von Informationsübertragung. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.